Hallo, meine lieben Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen. Zur Tagesenergie für Mittwoch, den 14.11.2023. Und heute wird es mystisch. Ich soll die mystische Karte nehmen. Da haben wir schon die erste. Ich mische hier immer so lange, bis eine Karte rausfällt. Und es ist der Magier. Ist das nicht der Hammer? Der Magier kommt wirklich ständig und immer wieder ist er dabei. Und hier ist er immer wieder in Bewegung. Wir schauen mal weiter. Wir haben die Sechs der Kelche, das ist die Nostalgiekarte. Wir haben den Herrscher und wir haben das Rad des Schicksals. Halleluja. Was für eine Energie. Der Herrscher schaut in das Rad des Schicksals. Und wir haben unten drunter den König der Kelche, den hochempathischen König, der sich nicht scheut, über seine Gefühle zu sprechen. Dann nehme ich, ja, es soll ja mystisch bleiben. Ich nehme hier das Lenormand-Kartendeck von Fischer, das mystische Lenormand-Kartendeck. Ich spreche immer von einer Frau, die auf einen Herrn schaut, ihr Lieben. Wenn das falsch angesetzt ist, dann macht es bitte passend. Und natürlich mein Spruch, der immer wieder kommen muss, auch für mich. Es ist eine allgemeine Regung. Mach es nicht mit Gewalt zu deiner Lieben. Der Schlüssel und die Sense. Und die Sense war über dem Schlüssel. Wir haben die Öffentlichkeit, hier zeigt sich etwas und schaut mal, die sind ja auch im Park. Also ich empfinde das so. Wir haben das Haus und wir haben das Herz. Das Herz brennt voller Leidenschaft. Hier haben wir den Berg. Und jetzt gibt es noch von Christophania die Kipperkarten. Dankeschön. Ja, die Geräusche das auch. Nehmen wir die zuerst. Wir haben die Transformation und wir haben die trüben Gedanken. Ja, die trüben Gedanken transformieren sich. Hier haben wir die Entscheidung, wir haben das Geschenk und wir haben den weißen guten Herrn. Und hier haben wir das Wohnzimmer. Die Karten möchte ich ein bisschen auslagern, weil sie mit der eigentlichen Neuerlegung nichts zu tun haben. Ich will das heute mal ganz deutlich machen. Das ist die Neuerlegung, ihr Lieben. In der Neuerlegung als Kernstück ist das Haus. Und das Haus, und das ist sehr interessant, schaut euch mal die Zahlen an. Die 20, die 4 und die 24. Könnt ihr das erkennen? Schlecht. Aber ich denke, ihr glaubt nicht. 20 und 4 sind 24. Das heißt, am Ende des Tages kommt das Herz raus. Hier zeigt sich, die Öffentlichkeit ist ja das, die 20 ist die Öffentlichkeit, ist der Park. Der Park steht immer, ist die Öffentlichkeit. Und diese beiden, diese Figuren hier, diese Person ist in diesem Park. Die 6 der Kelche ist die Nostalgiekarte. Hier zeigt sich eine Situation von früher. Eine Situation, das hier gespielt wurde. Und du triffst jetzt eine Entscheidung. Wie gehst du mit dieser Situation um? Und es ist der Faden, der rote Faden, der sich hier durch die letzten Orakel immer wieder zieht. Du bist gefragt. Du bist gefragt. Wie gehst du mit dieser Situation des Schmerzes hier um? Der Magier, der gibt seine Energie, seine Magie in diesen Schmerz, in die trüben Gedanken. Wir haben hier den Schlüssel und wir haben die Transformation, Metamorphose oder Transformation. Der Magier muss so liegen, damit das hier, damit er seine Magie, seht ihr, diesen Zauberstab, seine Magie in den Schmerz gibt und die trüben Gedanken. Ich glaube, jetzt wiederhole ich mich.
Letztendlich liegt es an dir. Du hast den Schlüssel, du hast die Transformation schon hinter dir. Du bist mittendrin und du hast den Schlüssel in der Hand und du kannst entscheiden, wie du damit umgehst. Und das zeigt sich hier wieder. Hier kommt nämlich immer und immer wieder eine Situation aus der Vergangenheit. Vielleicht hast du nicht mitspielen dürfen. Vielleicht durften alle anderen den Ballon halten, aber du nicht. Vielleicht war es aber genau andersrum. Nur du durftest den Ballon halten und keine anderen. Und das macht sich jetzt hier breit. Es macht sich sehr, sehr deutlich. In deinem, hier, das ist dein Haus steht, das Haus steht generell immer für deine Person. Steht auch für deine Wohlfühlzone, aber das fühle ich hier nicht. Letztendlich zeigt es sich hier in deinem Inneren. Und du triffst jetzt eine Entscheidung. Wie gehst du damit um? Und zwar, du triffst die Entscheidung endgültig. Du hast hier vorher immer mal eine Entscheidung getroffen und hast dann gefühlt, du kannst es so machen, du kannst es so machen. Du kannst in die Energie reintauchen des Schmerzes der trüben Gedanken. Du kannst aber auch fröhlich durch den Tag gehen. Du hast alles ausprobiert. Und jetzt mit dem Magier, mit der Nummer 1 und dem Magier, ist hier der Moment gekommen, wo du endgültig entscheidest. Du hast den Schlüssel in der Hand. Du hast diese Transformation schon 100-mal durchgemacht. Du entscheidest jetzt. Jetzt ist die Entscheidung reif. Und wir haben hier, und ich komme die letzte Zeit immer mal wieder auf die 23. Die 23, du triffst diese Entscheidung noch in diesem Jahr. Ich gebe normalerweise keine Zeitangabe, aber hier tue ich das aus einem ganz festen Gefühl heraus. Du tauchst in diese Energie von früher ein, die sich hier zeigt. Die sich zeigt, vielleicht warst du, bist du nach außen bloßgestellt worden. Vielleicht hast du aber auch andere bloßgestellt. Und du triffst noch in 2023, wie du im Inneren damit umgehst. Und erst wenn du diese Entscheidung getroffen hast, erst dann wird sich dieses Rad des Schicksals für dich drehen, weil du dann vom Herzen her und vom Kopf her frei bist. Der Herrscher kann dann in deinen Kopf, in deine Wahrnehmung treten, die vorher immer blockiert war durch andere Dinge. Der Herrscher schaut auf das Rad des Schicksals und das Rad des Schicksals schaut auf den Herrscher. Hier in deinem Herzen kommt Leidenschaft wieder rein, weil du das Geschenk der Situation erkennst. Und wenn der Herrscher hier in deiner Gegenwart, in deiner Wahrnehmung Platz hat, sich zeigen darf, dann wirst du sehen, was aus diesem Herrscher wird, was hier tief in ihm wirklich ist. Zuerst wird er sich hier etwas kühl vielleicht zeigen. Vielleicht wird er sich so zeigen, dass er hier sagt, ich habe meine Burg immer im Kopf. Und ich bin mit meiner Arbeit hier, das sind solche Bürgermeisterketten, wie es früher gab. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Damit bin ich verwandelt und der tritt in dein Leben. Und der, er bewegt das Rad des Schicksals und es kommt hier bei dir an. Und du wirst es als Geschenk sehen. Und dieses Geschenk, da möchte ich auch mal darauf eingehen, dieser Wahl. Oh Gott, es gibt was Schöneres vom Äußeren her. Aber dieser Wahl hat so unfassbar viel zu geben. Er ist ein ganz sanftmütiger, das möchte ich sagen. Es ist sogar so, dass er mit seiner Größe, die ja wirklich beeindruckend und angsteinflößend ist, aber er trägt die Leidenschaft in sich, er trägt die Leichtigkeit in sich und die gibt er an dich weiter. Und das ist das Geschenk, was mir noch sehr deutlich auffällt hier. Einmal sind wir über den Wolken, das heißt, er schwebt, er ist so leicht mit seiner Größe, mit seinem Gewicht, kann es trotzdem leicht sein, aber schaut mal, sein ganz kleines Auge. Das heißt, er ist so groß und er kann sich aber selbst nicht als so groß sehen, weil das Auge so klein ist, das kommt mir hier rein. Also, ihr Lieben,
Diese Situation, die hier auf dich zukommt, mal wieder, du triffst jetzt die Entscheidung, dass es endgültig ist, dass du die Nase voll hast hier von Verschmerzen, von trüben Gedanken. Du willst es nicht mehr. Du willst jetzt hier, dass dieses Rad des Schicksals dein Herz in Flammen, in Leidenschaft bringt. Und du willst diesen reichen, guten Herrn erkennen, wie er ist, wie er wirklich ist und nicht als Herrscher. Und dann passiert etwas Wundervolles. Oh, ja, offensichtlich sollte es genauso fallen. Er zeigt dir seine Gefühle. Er zeigt dir sein Innerstes. Er zeigt dir, was hier in seinem Bauch rauf und runter geht. Das hier sind ich habe das Gefühl, dass das Haie sind. Hier bringen die Haie, das hier ist der Wal. Ich habe gerade überlegt, ob das, nein, das hier sind Haie und in seinem Inneren, in seinem Bauchgefühl ist es so, dass die Haie hier wirklich es in Wallung bringen, in Aufregung bringen. Aber hier oben in seinem Herzen ist er gefestigt. Auch wenn alle Segel gehisst sind, auch wenn alles auf Bewegung steht, er ist die Ruhe in Person. Jetzt möchte ich mal noch hier darauf eingehen. Wir haben hier die Neun der Kelche, das ist die absolute Wunscherfüllung. Und das möchte er auch. Er möchte nach den neun Schwertern, nach dieser sorgenreichen Zeit in die Wunscherfüllung gehen, in die Herzebene, in das brennende Herz, in die Leidenschaft des Herzens. Er möchte diesen Berg jetzt angehen. Er möchte ankommen mit dir in seinem Inneren. Und ich soll die Karte hier drauflegen und die bewegt das Rad des Schicksals. Ei, ihr Lieben, wieder mal eine schöne Energie und man sieht, wie es weitergeht. Man sieht den Fortschritt. Es ist so, dass hier ganz deutlich immer wieder zu sehen ist, ein Schritt nach dem anderen. Habt einen schönen Mittwoch, ihr Lieben. Ich danke euch für euer Vertrauen, für eure Treue, für euer Zusehen. Ich danke euch für jede Sekunde, die ihr bei mir seid, die ihr euch entscheidet, meine Orakel zu schauen. Macht's gut. Ciao.